Ja, dann dürfen wir uns erstmal vorstellen. Wir sind die Familie Wimmer aus Monschau-Inpschenbruch und sind zum ersten Mal dabei hier bei dem Treckertreffen hier in Kröf und möchten mal kurz unser Fahrzeug vorstellen. Das ist hier ein Hanomag ATK mit einem besonderen Getriebe, nämlich ein Antiturbo-Kupplungsgetriebe, also auf Öl aufgebaut. Wir haben hier 60 PS. Und ein 6 Liter Hubraum. Dieses Fahrzeug stammt von 1962, wurde hauptsächlich gebraucht für Speditionen oder auch für Zirkusbetriebe, also Schaustellerbetriebe. Und es gibt da ein ganz besonderes Bild, nämlich in meinem Hanomag-Buch, wo er mit diesem Aufbau auf dem Flughafen Amsterdam ein viermotoriges Propellerflugzeug in den Hangar hineinzieht. Wir sind gefahren, circa 5,5 Stunden bis hier. Und es war eine sehr angenehme Fahrt. Wir spürten zwar jeden Kanaldeckel, aber wir sind hier glücklich angekommen und freuen uns ganz besonders, hier bei dem Treckertreffen in Kröf dabei sein zu dürfen. Und werden am Morgen wieder auf eigener Achse zurückfahren. Aber wie gesagt, das ist nicht nur unser einziger Schlepper. Zu Hause haben wir noch einen Lanz 2416, Baujahr 1955 und einen Fendt-Farmer 2 von 1962. Aber das ist hier unser liebstes Fahrzeug, wo also auch Langstrecken mitfahren, den ATK, wo es nur 600 Stück von gebaut worden sind, den haben wir jetzt im zweiten Jahr. Muss sagen, also ein wunderschönes Reisefahrzeug, sehr selten in dieser Ausführung, hinten mit entsprechender Seilwinde und Bergstütze. Also so im Originalzustand wurde auch also vom Werk ausgeliefert. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist, zu unserem Outfit. Also so wie wir aussehen, sind früher so 1950 herum die Lkw-Fahrer auf diesen Fahrzeugen also gefahren. Also mit entsprechender Lederschirmmütze, mit einer groben Kochtkleidung. Und wir möchten das also entsprechend nachempfinden und spüren auch hier bei dem Treckertreffen eine sehr positive Resonanz, dass man also sich so auch ankleidet, wie früher die Lkw-Fahrer mit diesem Fahrzeug gefahren sind. Ja, was also auch noch interessant ist an diesem Fahrzeug, erstmal, wir haben hier 6,8 Tonnen. Das heißt, wir haben eine Felge, eine Gussfelge liegt hier alleine, wiegt hier 500 Kilo, also ein wahnsinniges Gewicht. Also das war auch erforderlich, damit der Schlepper gut auf der Straße liegt, um Flugzeuge in den Hangar zu ziehen oder eben schwere Lasten zu ziehen. Sie haben hier oben auch noch am Verdeck eben so ein gelbes Dreieck gesehen. Das zeigte an den Verkehr, dass also wenn das gelbe Warndreieck an ist, also das Dreieck, dass er Hängerbetrieb hat, also dass er zwei oder auch unter Umständen drei Anhänger hier zieht. Als weiteres haben wir hier eine Seilwinde und hier diese Bergstütze. Wir liegen also hier mit dem Gesamtfahrzeug bei 6,8 Tonnen und haben hier eine Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h im fünften Gang. Das ist ein sogenannter Schnellläufer für eben Speditionen, Zirkusbetriebe, die damit also ihre Fahrzeuge zum nächsten Veranstaltungsort gefahren haben oder eben auch diese LKWs, die Anhänger gezogen haben. Wie gesagt, Seilwinde war hier maßgebend und er hat auch eine entsprechende verbesserte Bremsanlage, nicht nur Druckluftbremsen, sondern hydraulische Druckluftbremsen. Das haben wir hier nur bei dem ATK, wie gesagt, 600 Stück nur von gebaut, sind nur wenige übrig geblieben. Und was wir hier sehen, das ist schon also ein 2-Plus-Zustand von diesem Fahrzeug.